Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge habe ich ja gesagt, dass wir uns in der Festung wieder treffen werden. Und die befindet sich hier relativ weit unten in der Nähe vom Wegschrein des Frostbruchkamms. Und der Typ ist irgendwo hinter mir, wobei wir jetzt zweimal die Hauptquest hier haben, sehe ich jetzt gerade. Eines, glaube ich, nur zum Abgeben und das andere, um eine neue Quest anzunehmen. Jetzt weiß ich aber natürlich nicht. Sprecht mit König Kura. Nicht nachlassen! Na, das ist der Wolf. Den Winterkindern alles, was wir haben. Dann sprechen wir erstmal mit ihm. Ich will, dass Soldaten aller Clans die Feste umzingeln. Eisherz wird mir diesmal nicht entkommen. Unsere Soldaten wissen, was zu tun ist, Kurok. Verlasst euch drauf. Dieser Sieg wird euch und die anderen Häuptlinge dann womöglich überzeugen, meinen Anspruch auf den Thron anzuerkennen. Geht es noch? Konntest du dich nicht einfach umdrehen und gehen? So, hier gibt es noch ein Buch. Das Buch von, die Chroniken von König Kurok, Buch 3. Könnt ihr gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. König. Stürmt ihr immer so in das Zelt eines Königs, ohne euch vorher wenigstens kurz anzumelden? Für wen im Namen der ersten Schmiede haltet ihr Trollfurz euch eigentlich? Ich bin Gameplayerin. Eure Mutter schickt mich, um euch zu helfen. Also seid ihr eine der Fremden, über die meine Mutter ständig redet. Ich bin Kurok, König der Orsima. Willkommen zu meinem Krieg. Ihr kommt genau zur rechten Zeit. Ich bin beinahe fertig mit dieser verdammt guten Döbeltaucherkeule. Habt ihr Hunger? Vor einem Kampf gönne ich mir gern noch ein leckeres Mahl. Nein, danke. Ich habe Neuigkeiten. Die gestohlenen Vorräte sind in der Festung. Dann ist es ja gut, dass wir dorthin unterwegs sind. Diese Belagerung dauert sowieso schon viel zu lange. Ur von Eisherz ist der letzte der Winterkind-Kriegsfürsten. Und ehrlich gesagt bin ich mehr als bereit, ihn endlich loszuwerden. Er weiß, dass wir kommen. Daher rechne ich auch mit einem guten Kampf. Ihr habt ihm gesagt, dass wir kommen? Ihr könnt euren Arsch darauf verwetten, dass ich ihm gesagt habe, dass wir kommen. Recht geschieht es ihm. Und sein gefrorener Hintern ging ihm bestimmt ganz schön auf Grundeis. Ich möchte euch im Einsatz sehen. Ihr geht voran, ich folge. Und nun lasst uns den alten Eisherz töten. Dann können wir nach Orsinium zurück. Und feiern! Das ist mir recht. Lasst uns gehen. Wir müssen einen Weg in diese Feste und zu Eisherz finden. Horcht nach, ob die Belagerungskommandanten uns da hineinbringen können. Ja, findet einen Weg ins Innere. Die Frage ist jetzt, wir müssen wahrscheinlich mit ihm sprechen als Ork-Häuptling, ne? Ja, stimmt ja. Steht ja Häuptling dran. Seht ihr die Katapulte feuern? Ich bin erstaunt, dass die Türme solchen Einschlägen standhalten können. Die Bretonen müssen orkische Handwerker eingesetzt haben. Und die haben diesen Ort für die Ewigkeit gebaut. Aber keine Angst. Nicht mehr lange und diese Winterkinder werden keine Festung mehr haben, hinter der sie sich verstecken können. Was ist hier los? Kurok hat die Häuptlinge Wrotgas herbeigerufen, um die Winterkinder zu belagern. Eines unserer größten Ärgernisse sind diese Dornenherzmonstrositäten. Für jede, die wir töten, tauchen gleich zwei weitere auf. Ich weiß, es muss eine Lösung dafür geben. Aber wir kommen einfach nicht drauf. Wie sieht also euer Plan aus? Wir müssen in die Festung hinein und herausfinden, wo sie diese Abscheulichkeiten heranzüchten. Aber diese verdammten Harpyien, wir kommen keine drei Schritte weit, ohne dabei zu Vogelfutter zu werden. Belagerungskommandant Dulf arbeitet an einem Plan. Ich hoffe an einem guten, um unser aller Willen. Ich werde mit Belagerungskommandant Dulf sprechen und schauen, ob ich helfen kann. Das ist das letzte Gefecht der Winterkinder. Wir vernichten die Dornenherzen, während Kurok sich um ihren Kriegsfürsten Eisherz kümmert. Wenn wir erfolgreich sind, wird Kurok eine Bedrohung ausgemerzt haben, die uns schon viel zu lange heimgesucht hat. Vielleicht ziehe ich dann in Betracht, ihn als unseren König anzuerkennen. Anscheinend haben wir jetzt doch noch ein zweites Ziel angenommen. Ich muss gleich mal gucken. Die Harpyien und die Winterkinder arbeiten zusammen. Überraschend, nicht wahr?
Wir sind ziemlich sicher, dass sie alle über die Rabenvetteln miteinander verbunden sind. Oder wie auch immer man diese hässlichen alten Weiber nennt. Es würde mich nicht überraschen, wenn die Dornenherzen ebenfalls ihr Werk wären. Sie sind verdorben. Allesamt. Was könnt ihr mir über die Dornenherzen erzählen? Die Dornenherzkrieger sind wie Untote, nur noch schlimmer. Sie sprechen miteinander, sie denken eigenständig, sie verhalten sich genau wie andere Soldaten. Aber sie können unmöglich lebendig sein, nicht wenn ihnen der halbe Rumpf weit offen klafft. Ihr Rumpf klafft offen? Ich schätze, ihr habt noch keinen Raubzug der Winterkinder erlebt. Man kann sogar sehen, wie ihre verderbten Herzen in ihrem offenen Rumpf schlagen. Nur, dass es gar keine Herzen sind. Es sieht eher aus wie eine bösartige Wucherung. Es ist ein verstörender Anblick und das ist noch milde ausgedrückt. Gibt es ein Problem zwischen den Häuptlingen und König Kurok? Das könnte man so sagen. Es begann alles, als er den Titel König beanspruchte. Viele Häuptlinge waren nicht gewillt, vor Kurok das Knie zu beugen. Das ist nicht die Art der Orks. Doch Kurok weiß, wie man eine Schlacht führt. Schaut euch nur um. Kein Clan könnte eine Streitmacht wie diese aufstellen. Doch jetzt arbeitet ihr mit ihm zusammen? Kurok glaubt, die Orks bräuchten ein vereinigtes Königreich. Wir haben uns zusammengeschlossen, um unser Land zu verteidigen. Doch was kommt dann? Wir werden sehen. Die Winterkinder rauben schon seit Jahren in Vrodgar. Immerhin hat Kurok uns zusammengebracht, damit wir versuchen können, diesem Treiben ein Ende zu machen. Die Vereinigung klingt wie ein hehres Ziel. Vielleicht, aber die Tradition ist ein zu hoher Wall, als dass man ihn je erklimmen könnte. Wir sind ein stolzes und stures Volk. Neue Ideen machen uns Angst. Und Kurok ist voller neuer Ideen. Eine neue Stadt, ein neuer Gott. Das ist mehr, als viele von uns ertragen können. Doch wenn er den Sieg davonträgt... Tja, was dann? Könnt ihr euch dann vorstellen, alle zusammen mit ihm zu arbeiten? Ja oder nein? Moment, hier ist noch was. Meldet euch bei dem Belagerungskommandanten. Wo ist der denn? Wir haben alle ihr eigenes Zelt hier. Wenn ihr den Alchemisten nicht findet und diese Nester zerstört, kommen wir nie hinein. Ihr habt ihn gehört. Für den König! Also ich würde normalerweise sagen... Was? Ich würde normalerweise... Nein! Lass mich gehen! Verdammt! So verliere ich noch mehr Soldaten. Sieht aus, als könnte General Dulf Hilfe brauchen. Kann ich jetzt was sagen? Ich würde normalerweise sagen, dass wir erstmal hier den Leuten helfen. Vielleicht wird es dann ein bisschen ruhiger. Und vielleicht können wir dann besser auch die Feste erstürmen. Ich wollte übrigens mal gucken. Genau, für König und Ehre ist nämlich ein eigenständiges. Wir haben jetzt ein neues angenommen. Ja, ich hoffe, wir kriegen das alles in einer Folge unter. Ihr habt den König hergebracht? Dann herzlich willkommen in unserem Belagerungslager. Tut mir leid, dass ihr diesen verdammten Harpien bei ihrem Treiben zusehen musstet. Ich bin mir nicht sicher, ob König Kurok unter freiem Himmel herumlaufen sollte. Aber ich habe schon genug eigene Probleme, um die ich mich kümmern muss. Wie kann ich helfen? Wenn ihr Vogelfutter werden wollt, werde ich euch nicht aufhalten. Und nachdem wir noch mehr Soldaten an die Harpien verloren haben, bin ich bereit, jede Hilfe anzunehmen, die ich kriegen kann. Außerdem ist alles besser als das, was die kleine Waldelfin erreichen konnte. Kleine Waldelfin? Wir haben sie mit einem Trupp Orks reingeschickt, um sich um die Harpyennester auf dem Turm zu kümmern. Wir dachten uns, wenn die Nester erstmal brennen, ist das Ablenkung genug, dass noch ein Trupp hinein kann, um den Dornenherzen ein Ende zu machen. Aber beide Trupps sind spurlos verschwunden. Ich kann versuchen, eure vermissten Truppen zu finden. Eine Freiwillige? Ich weiß diese Art von Einsatzbereitschaft zu schätzen. Falls ihr einen der beiden vermissten Trupps finden könnt, dann erinnert ihn bitte an seine Befehle. Ich erwarte von ihnen, dass sie ihre Aufträge erfüllen. Der Ausgang dieser Belagerung hängt von ihnen ab. Wie schlägt ihr vor, dass ich mich der Festung nähere? Der Hauptweg ist zu gut verteidigt. Wenn ihr dort lang geht,
endet ihr wie das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Unsere Belagerung bietet etwas Deckung. Daher könntet ihr euch vielleicht auf die linke Seite der Feste herumschleichen. Und die rechte Seite ist frei, bis auf die Harpyien. Erzählt mir von den zwei Trupps, die ihr hineingeschickt habt. Ich habe die Waldelfin und einen Trupp losgeschickt, um die Harpyennester anzuzünden. Die andere Einheit soll die Quelle der Dornenherzen finden und diese Gefahr bannen. Doch alles hängt davon ab, die Harpyien auszuschalten. Wir kommen einfach nicht an diesen Vögeln vorbei. Wie sollen sie die Nester hoch droben auf den Türmen anzünden? Meine Belagerungsbaumeister können die Triboke mühelos so ausrichten, dass sie direkte Treffer an den Horttürmen landen. Sie brauchen nur ein Ziel, das sie anpeilen können. Das ist die Aufgabe des ersten Trupps. Die Horte müssen markiert werden, damit wir sie vom Himmel holen können. Was könnt ihr mir über die Dornenherzkrieger erzählen? Die Zombies von den Winterkindern? Nicht viel. Unser Alchemist Alinon hat etwas Erfahrung mit Reikmannen. Er glaubt, die Rabenvetteln würden die Herzen wachsen lassen, sie einpflanzen und wie Trauben vom Strauch ernten. Eine schreckliche Vorstellung, ich weiß. Aber so ist Alinon eben. Sie lassen Herzen wachsen? Das denkt Alinon zumindest. Solange er diese verdammten Dinger aufhalten kann, ist es mir gleich, wie wahnsinnig seine Pläne klingen. Doch er ist beim zweiten Trupp und somit auf der anderen Seite dieser Mauern. Ohne Alinon wäre die Lage noch viel komplizierter. Okay, also er hat jetzt gesagt, ich kann mich links vorbeischleichen, aber gleichzeitig ist rechts alles frei, außer die Harpyien. Ich versuch's jetzt mal links rum. Was stand da gerade? Trefft euch mit den Ork-Trupps höher. Also da oben. Och, ihr blöden Idioten. Lasst mich das doch wenigstens kurz nehmen. Jetzt habe ich gedacht, ich könnte das mal eben machen. Ohne, dass die mich angreifen. Aber nein. Hallöchen. Und auf Wiedersehen. So. Wir müssen eigentlich... Kommen wir nicht durch, ne? Von außen kommen wir da auch nicht durch. Jetzt komme ich hier noch nicht mal mehr hoch. Hallo. Ich guck mal einfach, wo ich hier oben komme. Keine Ahnung. Jetzt kann man hier vielleicht irgendwie hochklettern oder so. Ich weiß, da gab es mal einen tollen Weg. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Weil man kam nicht durch diese Tür durch. Hier sind alles Harpyien. Ja, natürlich muss ich dann direkt abrutschen. Ich meine aber auch, mich daran zu erinnern, dass man bei den Harpyien vorbei müsste. Wir laufen jetzt mal einfach hier den Weg hoch. Vielleicht sind wir jetzt genau auf der falschen Seite, dass wir jetzt genau die andere Aufgabe weitermachen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, ist ja gut. Wie viele denn noch? Mein Gott. Kommen die unendlich oder was? Oh. Stimmt, ich hatte ja noch ein paar Spuren. Habe ich total vergessen. Hier kommen auch wieder andere dazu, oder? Ja, ich wusste es doch. Ich wusste es. Ich wusste es. Noch ein paar? Nee. Müssen wir hier mal aus dem Weg gehen. Hier auch. So, jetzt muss ich mal eben schauen. Mit den Orks-Trupps, genau. Mit den Ork-Trupps. Geh mir mal aus dem Weg hier. Ich habe hier gerade keine Zeit für dich. Ich muss hier irgendwo die Truppen finden. Vorräte sind immer gut. Ah ja, die sind da drin. Sie haben aufgehört. Soldaten, runter mit den Waffen. Hallo. Sieht aus, als wäre Verstärkung eingetroffen. Genau.
Ich liebe den Geruch eines Belagerungslagers. Es riecht so warm und süß. Da freue ich mich gleich umso mehr auf die kommende Schlacht. Wisst ihr, wonach es riecht? Es riecht nach Muffengebäck. Ganz weichen, frischen Muffen, überzogen mit Marmelade aus Sumpfeisen-Ale. Ich liebe diesen Geruch. Das hört sich irgendwie eklig an. Was könnt ihr mir über Ur von Eisherz erzählen? Ur von? Er ist der Anführer der Winterkind-Reikmannen. Der letzte von 13 Kriegsfürsten, die in Wrodgar einmarschiert sind, um genau zu sein. Urfon ist ein zäher Horkersohn, das muss man ihm lassen. Ich habe ihn wissen lassen, dass wir auf dem Weg sind. Hoffentlich macht das den kommenden Kampf noch spannender. Ihr habt den Winterkind-Kriegsfürsten gewarnt, dass wir kommen? Selbstverständlich. Ich habe neulich einen Bogenschützen losgeschickt, um eine Nachricht über die Mauer zu schießen. Nur um ihm Bescheid zu geben. Die Ehre verlangte es nicht anders. Es ist das, was Trinimak tun würde. Dessen bin ich mir sicher. Ihr seid ein Anhänger von Trinimak? Natürlich. Wir haben jahrhundertelang zu Malakat gebetet. Und was hat es uns gebracht? Soweit ich sehen kann, nicht sehr viel. Ich bin kein Fanatiker oder so. Aber Trinimaks Ideale sind Wahrheit, Treue und Einheit. Das können die Orsima gerade gut gebrauchen. Ihr seid irgendwie vom Essen besessen, oder? Essen ist Leben. Essen ist Stärke. Und ihr seht mir auch wirklich nicht so aus, als hättet ihr euch in letzter Zeit irgendwelche Mahlzeiten entgehen lassen. Hallo? Trinimaks Anhänger aus uralten Zeiten. Ich wette, auch sie haben regelmäßig schöne Festmähler abgehalten. Ich werde Solgra mal danach fragen. Warum sind so viele Clanhäuptlinge hier? Für gewöhnlich besteht der einzige Weg, die Clanshäuptlinge an einem Ort zusammenzubringen, darin, sie mit einer unmittelbar drohenden Gefahr zu konfrontieren. Zum Glück haben wir die Winterkinder. Aber die Häuptlinge zusammenarbeiten lassen, das ist, als würde man versuchen, einen Waldelfen mit Salat zu füttern. Könnt ihr den Häuptlingen nicht einfach befehlen, zusammenzuarbeiten? Ihr wisst wirklich nicht, wie die Dinge in Wrodgar ablaufen, oder? Keiner der Häuptlinge fühlt sich stark genug, um mich herauszufordern. Doch nur die Treuesten unter ihnen unterwerfen sich wirklich meiner Autorität. Und leider musste ich den Großteil meiner Getreuen losschicken, um dem Bündnis zu helfen. Also ist Wrodgar gar nicht wirklich euer Königreich? Passt auf, was ihr sagt, ihr Horker! Aber nein, mich plagen die gleichen Umstände, die uns auch bislang davon abhielten, ein wahrlich großes Volk zu werden. Die meisten übrigen Häuptlinge wollen ihre Unabhängigkeit nicht aufgeben. Doch wir können Orsinium nicht fertig bauen, bis sie es tun. Warum könnt ihr Orsinium nicht fertig bauen? Ich brauche die volle Unterstützung der Clans. Und die fehlt mir. Noch. Ach, ich habe mir vorgenommen, mir darüber nicht den Kopf zu zerbrechen. Das steht erst morgen an. Heute töten wir Eisherz und holen die Vorräte zurück. Vielleicht werden sich dadurch mehr Clans meiner Sicht der Dinge anschließen. Ja, vielleicht. Na gut, ich habe doch gerade mit dir gesprochen. Ich liebe den... Ach, ich habe mit... Ach so. Ja, aber ich soll mich doch jetzt mit denen treffen. Muss ich dir durch, oder was? Hi. Ihr und der König seid uns zur Hilfe gekommen? Wir fühlen uns geehrt. Doch wir sind hier drin schon zu lange gefangen. Wir haben immer noch eine Mission abzuschließen. Ja, dann hüpft drüber, so wie ich reingekommen bin. Wie kommt es, dass ihr hier festsitzt? Wir haben wieder einmal die Fähigkeiten der Winterkinder unterschätzt. Sie nahmen unsere Witterung auf, als wir die Mauern überwanden. Harpyen von oben, Winterkinder von allen Seiten. Wir haben eine Menge Soldaten verloren, bevor wir Zuflucht in diesem Turm suchen konnten. Welchen Auftrag hatte euer Trupp? Wir brauchen einen Bogenschützen in Stellung, um die Harpyenhorte zu markieren, damit unsere Katapulte sie anvisieren und zerstören können. Wir haben all unsere Bogenschützen verloren. Uns bleibt nur noch die Waldelfin. Ich hoffe, sie schießt so gut, wie sie behauptet. Habt ihr eine Ahnung, wo der zweite Trupp sein könnte? Unsere Trupps haben sich aufgeteilt, gleich nachdem wir in die Festung kamen. Sie beschützen den bretonischen Alchemisten,
der Bedrohung durch die Dornenherzen ein Ende machen soll. Doch es spielt keine Rolle, ob sie lebendig oder tot sind, wenn wir uns nicht zuerst um die Harpyen kümmern. Wie kann ich helfen? Wenn ihr uns einen Weg durch den Turm freimachen könnt, können wir die Elfin in Position bringen, damit sie ihre Signalpfeile abschießen kann. Dann können die Katapulte ihre Arbeit machen. Wir müssen uns beeilen. Wir haben schon zu viel Zeit verloren. Ja, das stimmt. Wir sind schon bei 20 Minuten. Frage ist... Kann man hier noch was nehmen? Nee. Frage ist, steht sie oben? Muss ich mit ihr reden? Weil ich kann ja hier theoretischerweise hoch. Aber ich glaube, da sollen wir gar nicht hin, oder? Zerstört den Ostturm? Nee, ich glaube, das ist draußen. Aber das war jetzt auch... Ich habe den Typ anvisiert. Komm, geh wieder raus hier. Ich habe den Typ anvisiert und... finde einen Weg ins Innere der Festung. Ich muss hier nochmal durch, Leute. Hallöchen, was war denn das gerade, das Rote? So, wir machen aber erstmal den Teil hier. Wir zerstören noch die Harpchen-Dinger. Boah, komm, lauf doch mal ein bisschen schneller. Hallöchen, ist jemand hier drin? Anscheinend nicht. Die Frage ist jetzt, ich denke mal... Ich muss... Achso, wahrscheinlich kommt sie dann hier hin und schießt den Pfeil ab oder sowas. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich muss den auf jeden Fall irgendwie hier zerstören. Der Turm ist sicher. Gute Arbeit, Fremde. Ne? Die Waldelfin ist gleich hinter mir. Wo ist sie denn? So langsam habe ich dieses orkische Beschützergetue wirklich satt. Komisch. Wo ist der Feldwebel denn nun hin? Hat sich gerade in Luft aufgelöst. Wie typisch. Nun weiß ich, warum Orsinium um Hilfe rufen muss. Tja, immerhin seid ihr noch hier. Gebt mir Bescheid, wann ich das Signal anzünden soll. Tut mir einen Gefallen und lasst bloß keine dieser dreckigen Harpyien zu nah herankommen. Ich würde ungern von ihnen verschleppt werden, während ich mich gerade auf diesen lächerlich einfachen Schuss konzentriere. Und wo wir schon dabei sind, gebt mir Bescheid, wann ich meinen Pfeil abschießen soll. Schießt euren Pfeil ab. Ah, da oben. Okay. Verstehe, verstehe. Ja gut, dann gehen wir jetzt mal runter. Machen das noch mit dem zweiten. Mit dem zweiten Turm. Ich hatte übrigens recht, dass wir quasi oben warten müssen, bis sie dann hinterher kam. So, wie kommen wir dann am einfachsten und schnellsten dahin? Am einfachsten vermutlich nicht, aber zumindest am schnellsten, hoffe ich. Mal ein bisschen weiter weg machen, damit ich hier ein bisschen besseren Überblick habe. Der Turm ist da hinten. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir jetzt von oben oder von unten da reinkommen. Ich denke mal eher von unten. Aber ich gehe trotzdem mal hier rum. Nervt mich mal nicht. Ich muss hier den Eingang finden. Ja, genau, hier ist der nächste Turm. Und hier, wie ihr sehen könnt, ist der Frostbruchkelch. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wofür das jetzt gewesen ist. Aber den musste man einsammeln für... Spendet dies an die Kuratorin Umuta und das Haus... des Ruhms, der Osinia, also in Orsinium. Da kann ich mich noch dran erinnern. Das ist so eine Art Museum und da musstet ihr, ich weiß es nicht mehr, 12 oder 30 Teile für hier in ganz Rotgar suchen. Die müsst ihr dann, ja, sozusagen spenden und dann hat sie, glaube ich, noch mal einen Auftrag. Nur weiter, Elfen, für eine letzte Sache. Aber es sind so viele Stufen. Hallo? Keine Zeit für Beschwerden. Wir haben eine Mission abzuschließen. In Ordnung, nerviger Ork. Sag mir einfach, wann ich schießen soll. Du bist eine Waldelfe. Heftige Windböen, fliegende Vögel, die uns fressen wollen. Überall Feuer. Aber das da oben, das ist nur ein unbewegliches Ziel, in das ein Pfeil gehört.
Sagt mir einfach, wann ich schießen soll. Schießt euren Pfeil ab. 2 Horte zerstört. Kein Problem. Jetzt suchen wir den Bretonen-Alchemisten. Jein. Wobei das beides relativ an der gleichen Stelle ist. Müssen wir mal schauen. Ich hoffe, dass ich das tatsächlich alles noch in einer Folge schaffe. Die Winterkinder wissen, wie man eine Verteidigung aufbaut. An dieser Schlacht wird man sich erinnern. Da geht's nicht rein. Da geht's rein. Wir finden doch erstmal den Alchemisten. Ich bin bereit, wenn ihr seid. Wir finden nicht erstmal den Alchemisten, weil ich jetzt genau die falsche Abzweigung genommen habe. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, hier erstmal so schnell wie möglich durchzulaufen, damit wir uns ein bisschen Zeit sparen. Wo war hier eine Treppe? Keine Zeit, ich muss zum Ausgang. Beziehungsweise, ja, ich weiß nicht, ob das ein Ausgang ist oder ob das Kammer oder sowas ist, keine Ahnung. So. Keine Zeit. Daran kann ich mich übrigens auch noch erinnern, an diesen Baum. Ich meine, hier gab es noch eine Quest drin. Ehrlich gesagt, habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Ist das jetzt das hier hinten? Ja, hier ist der Eingang. Schätze, die müssen wir wahrscheinlich dann nochmal eben... Naja, die müssen wir nochmal eben machen hier. Oh komm, lass mich doch da rein, wenn sowieso schon keiner kommt. Achso, ich bin schon... Das hier ist eine Quest gewesen, da erinnere ich mich noch dran, wo ich tierische Probleme hatte, als ich sehr viel kleiner war und das erste Mal hier drin war und mich noch so überhaupt nicht mit Teso auskannte, nebenbei bemerkt. Ich will dich doch nur mal eben fixieren. Ich liebe es, wenn meine Feinde mich verspotten. Das hilft mir, meinen Zorn zu wecken. Ihr nehmt nichts ernst, deshalb weigern sich die Orks, euch zu folgen. Ihr verhöhnt die Gefallenen und entehrt ihr Opfer. Sie entehren? Ich werde sie ehren, indem ich euch den Kopf vom Hals schlage! Wie gefällt euch das, kaltherziger Bastard? Ja. Die Klinge von Eisherz ist mein. Nun werden die Clans meine Herrschaft wohl endlich akzeptieren. Ihr wisst nicht, wie gut sich das anfühlt. Ur von Eisherz ist endlich tot. Stellt euch vor, ihr hättet zu viel gegessen, aber trotz eurer besten Bemühungen bleibt euch ein gewaltiger Rülpser im Hals stecken. Dann kriegt ihr ihn aber endlich donnernd heraus. Ja, genau so fühle ich mich gerade. Okay. Ist die Belagerung jetzt vorbei? Im Grunde schon. Die verbleibenden Winterkinder werden sich kräftig wehren. Doch da sie keinen Kriegsfürst mehr haben, sollten meine Soldaten kurzen Prozess mit ihnen machen können. Was mich anbelangt, so kann ich es kaum erwarten, den Clanshäuptlingen meine Trophäe zu zeigen. Trophäe? Ja, das schicke Schwert von Eisherz. Das sollte den Clanshäuptlingen beweisen, dass wir den Kriegsfürsten getötet haben. Es könnte die bislang Unentschlossenen sogar dazu bewegen, mich als den rechtmäßigen König aller Orsima anzuerkennen. Was ist unser nächster Zug? Ich möchte die Vorräte überprüfen, die uns die Winterkinder gestohlen hatten, und sie auf den Rücktransport in die Stadt vorbereiten. Trefft euch mit mir in der Feste, sobald ihr hier fertig seid. Ich will, dass ihr dabei seid, wenn ich den Häuptlingen erzähle, was wir heute erreicht haben. Okay, kein Thema. Allerdings die Feste werden wir auf jeden Fall heute nicht mehr machen. Weil wir müssen ja jetzt noch die Sache mit den Alchemisten eben machen. Deswegen renne ich jetzt wieder so schnell wie möglich hier durch.
Ja, da das Ganze aber leider viel, viel, viel zu lange gedauert hat, was jetzt noch danach folgt, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.